Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, auch heute wieder haben wir was aus einem Biertauschpaket aus Bayern, nämlich von dem lieben Silentium, nämlich dieses Augustinerbräu München. Und zwar diesmal das Edelstoff. Ja, das kennen wir natürlich noch nicht und das sieht in der Tat, zumindest so von der Optik her, recht edel aus. Ist ein Exportbier. Ich bin also doppelt gespannt drauf. Vielleicht ist es das erste, was uns richtig überzeugt als Exportbier. 5,6% Umdrehungen haben wir drin. Und ja, Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Also gebraut auch nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Und ja, kommt in der Euroflasche daher. Und so schaut's aus. Ich halte es nochmal hier ein bisschen rein. Sieht, glaube ich, richtig ansprechend aus. Gefällt mir. Habe ich hier bei uns so auch noch nie stehen sehen. Auch so hier so mit diesem... ja, mit diesem Gold so, das finde ich so echt ganz gut. Das sieht wirklich edel aus. Ich bin mal gespannt. Ja, diesmal habe ich mich allerdings nicht für unseren Krug entschieden, sondern für unseren Bierschwenker. Dünnwandiges Glas, in Hoffnung, dass wir einfach ein bisschen mehr Geschmack noch rauskitzeln können. Machen wir mal auf. Wie gesagt, ich bin gespannt, was wir da jetzt haben werden. Ja, duftet auch ein bisschen. Die Kapsel ist bedruckt. Die schaut so aus. Ja. So, für den Sammler packe ich dann gleich in den Beutel mit rein. Entspannungsverdampfung ist drin, wenn auch nicht viel, aber ein bisschen kommt raus. Okay, und ich würde sagen, lassen wir laufen, wir haben Bierdurst. So, da läuft der 300 Exportbier. So. Ja, schaut an, schöne Farbe beim Einschank. Sieht gut aus. So, schwupp, haben wir sogar ein bisschen gekleckert. Wow! Ist ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen, ganz klar deutlich. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles. Blume, zwei Finger breit, definitiv feinporig. Hier spreche ich von der Feinporigkeit. Sieht wirklich sehr gut aus. Viele, viele kleine Luftbläschen drauf, die auch so ja, gemächlich zerplatzen. Die begrüßen einen. Insgesamt sieht man aber, ist es sehr linear. Schneeweiß das Ganze. Und ich sag euch, die hält locker die 90 Sekunden durch. Das heißt also auch hier wieder ordentlich Proteine in der Blume mit drin. Sieht fantastisch aus. Sieht sehr schön aus. Die steht ordentlich im Glas. Und ich denke, wenn ich es hier so reinhalte, ihr seht schon, es bleibt deutlich an der Glaswand haften. Das finde ich sehr gut. So, was haben wir da im Glas direkt drin? Ja, wir haben filtriertes Bier, ist klar. Wir haben eher schwerfällige, mäßige Karbonisierung. Das heißt, es perlt nur ganz gemütlich vereinzelt nach oben. Zeugt jetzt vielleicht nicht unbedingt von einer starken Spritzigkeit, zumindest von der Optik her. Aber soweit ist es okay. Ja, Blumenteppich hat keine Risse, Löcher oder Inselchen oder ähnliches. Das ist wirklich alles okay. Und von der Farbe her auch hier wieder ein schön leuchtendes Bier. Schön kräftig, ein schön tiefes Bier. Alles andere als wässrig. Sieht sehr schön aus und von der Farbe direkt her würde ich jetzt, ich sag mal, es ist ein helles Getreidegold mit einem deutlichen Gelb-Touch drin. Ja, da ist wirklich ordentlich nochmal ein Tüpferl-Gelb drin. Ja, das ist so irgendwie Farbtüpferl. Da hat mal einer so, ja, so reingegeben. Finde ich gut. Sieht so sehr ordentlich und anständig aus. Aus diesem Grund, da mich das so freundlich da anlacht, gebe ich ganz klar 10 von 10 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Gefällt mir sehr. So, machen wir mal anschnuppern. Nussig herb duftet es, also tatsächlich eher so ein bisschen bitterer Vertreter, habe ich jetzt so den Eindruck, jetzt so nur vom Anschnuppern her, also es ist deutlich eine Herbe wahrnehmbar, aber tatsächlich auch so eine leichte Nussigkeit, wo ich mal tendieren würde, dass die vom Malzkörper herkommt, gehe ich mal stark davon aus. Ja, Trinktemperatur liegt bei 7 Grad, ich denke, das ist in Ordnung und dann wollen wir mal gucken, was dieser leckere Edelstoff jetzt hier so drauf hat, ihr Lieben. Was jetzt kommt, wissen wir, das mögen wir, nämlich der Antrunk. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf den Andreas, aka Silentium, auf das Bier und ja, auf den Geschmack. Das erste heute auch. Aha, okay, da passiert was.
Ist jetzt da. Jo, okay. Also der Antrunk selbst, kann ich schon mal sagen, von den Eigenschaften her ist es eine Hybride. Ist sowohl, sage ich mal, ein dynamisches Bier, das man sehr schnell trinken kann, auf der anderen Seite aber auch eher ein gemütliches Bier, das gerne ein bisschen länger in der Mundhöhle behalten werden möchte. Und ich glaube, ich tendiere auch eher zum Zweiteren, weil ich glaube, da entfalten sich die Aromen einfach noch ein bisschen deutlicher und das ist man dem Bierchen da, glaube ich, auch schuldig. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, übergewichtet ist es eher ein gemütlicheres Bier. Man kann es aber, wie gesagt, auch relativ schnell wegächsen. Ich glaube, da hat man auch seinen Spaß bei. Ja, also auf jeden Fall wirkt es dann erfrischend. Ansonsten haben wir hier eher so mittelweiches bis weiches Brauwasser. Es ist kurz vor der Grenze samtig zu sein. Ja, wäre natürlich schön, wenn es jetzt auch so sahnig samtig wäre. Hier sind wir so ganz nah an der Grenze dran. Ist soweit okay, ist solide. Nur da hatten wir, müssen wir auch ganz klar sagen, schon Biere gehabt, die noch samtiger waren, die sich wirklich richtig flächig ausgebreitet haben. Hier ist es so an der im Grenzbereich, sage ich mal, ja, so kurz davor. Finde ich also in Ordnung, also von der Seite auch gut. Was mir richtig gut gefällt beim Antrunk, kann ich auch schon sagen, dass sich die Aromen und die Nuancen, die einzelnen, chronologisch entwickeln, also schön aufbauend, nacheinander. Es ist nicht alles zusammengemixt irgendwie, ja, und das finde ich schön, weil somit baut das auch so einen gewissen Spannungskörper auf, finde ich eigentlich relativ spannend. Das heißt, alles im Allen, erster Eindruck beim Antrunk, der allererste Schluck, den man nimmt, muss ich sagen, bin ich gespannt auf die weiteren Schlücke. Das heißt also, es ist nicht abstoßend, dass ich sage, ach nee, will ich eigentlich gar nicht weiter trinken, sondern ich bin eigentlich recht neugierig, was da noch in dem Bier drin steckt. Und genau das machen wir jetzt auch mal, wieder ein bisschen abtauchen, gehen wir mal ein bisschen tiefer ins Bier, betreiben wir mal ein bisschen Biologie. Wollen wir mal schauen, was da jetzt noch drin ist. Hat einen sehr guten Zug drauf. Ja, fangen wir mal an. Was haben wir denn da? Ja, die 5,6%, die merkt man tatsächlich. So ein bisschen kräftiger auch, ein kräftiger Bursche. Fangen wir mal an. Als allererstes, was man wahrnimmt, ist der Malzkörper. Den finde ich hier sehr gut. Der ist sehr, sehr gut in den Vordergrund gerückt, weil der eine gewisse Lieblichkeit mitbringt. Und diese Lieblichkeit geht mit einer angenehmen Säure daher. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen, weil ich bin eigentlich kein Freund von sauren Bieren. Aber diesen Malzkörper, den finde ich wirklich toll. Ich weiß nicht, wie es gemacht ist. Ich vermute mal einfach, dass der Malzkörper mit dem Fruchtkörper, den man so ein bisschen was Fruchtiges rausschmecken kann, irgendwie Hand in Hand geht, dass das sich so gleichzeitig, wie gesagt, auf einer Ebene befindet, auf einem Level, dass es deswegen so gut, ja, ausbalanciert ist. Also es ist wirklich gut, man kann wirklich sagen, ausbalanciert. Malzkörper, schöne Lieblichkeit, schöne Nussigkeit mit dieser Säure, das passt sehr, sehr gut zusammen. Gut, dadurch haben wir jetzt so ein bisschen was verschuldet im mittleren Teil. Ja, dann kommt der Alkohol so ein bisschen daher. Der macht sich da so ein bisschen, ja, metallische Note so bemerkbar, weil dann halt, das klar, das ist der Fruchtkörper, der müsste normalerweise in der Mitte dann eigentlich zu schmecken sein, mittlerer Zungenbereich, der ist dann, wie gesagt, ziemlich weit vorne. Dann ist halt eine kleine Pause, dann merkst du den Alkohol und dann kommt der Clou an der ganzen Geschichte. Dann haben wir nochmal so eine, schon wieder diese Lieblichkeit aus dem Malzkörper, nur diesmal mit der Herbe und das ist ein hinterer Zungenbereich, kurz vorm Abtritt. Dann merkt man dann richtig so diese Hopfenherbe, die da drin steckt, aus. Ein schöner Aromahopfen, vermute ich mal. Ja, der irgendwie sich so wieder verbindet mit diesem, ja, ich sage mal, mit diesem doch eher getreidigeren. Und dann schluckt man es runter und dann bekommt man das nochmal so als letzten Gruß nach oben, sodass man noch einen schönen Nachhall hat, ja, so einen schönen Nachgeschmack. Das mag ich, das finde ich gut. Ja, ganz zum Schluss meldet er sich so. Ja, kurz vorm Runterschlucken, dann hat man es eigentlich schon im Halsbereich und dann meldet er sich. Ja, dann schiebt er sich so noch nach vorne. Finde ich sehr schön. Ist interessant. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, und damit übertreibe ich jetzt auch nicht, ich habe bisher nicht ganz so viele Exportbiere getrunken. Aber die Exportbiere, die ich bisher getrunken habe, die haben mich nicht alle wirklich überzeugen können. Das war auch viel, viel unterdurchschnittlich bei. Hier, es ist keine Übertreibung. Wenn das ein Exportbier ist, so wie es draufsteht, dann muss ich sagen, es ist ein originelles Exportbier und das schmeckt mir tatsächlich, dieser Edelstoff hier. Ja, den finde ich toll, steht ja drauf, Edelstoff. Muss ich sagen, für ein Exportbier wirklich gut. Also da ist, das ist jetzt, ich würde jetzt, das kann ich auch vorweg sagen, das wird keine Krone-Bewertung geben, weil dafür ist es mir noch zu schlicht.
da fehlt so die eigene Handschrift wieder drin, so dieser Surprise-Effekt. Ja? Also der fehlt mir da so ein bisschen. Aber so grundauf ehrlich, gute Qualität, gutes Konzeptbier, dennoch traditionell gebraut, finde ich super. Und da hat man sich Gedanken gemacht. Also ist jetzt kein Zufallsbier oder so, sondern da hat man schon einen Feinschliff da rausgeholt. Da hat man wirklich das Beste rausgekitzelt. Kratzt auch nicht, beißt nichts. Ja, also wunderbar, lässt sich prima schlucken auch. Und man hat einen wunderbaren Nachgeschmack. Ja, fassen wir zusammen. Augustinerbräu München Edelstoff mit 5,6%. Ist ein super Bier. Kann man nicht anders sagen. Lecker Exportbier. Passt eigentlich zu jedem Essen, kannst du ganze Jahr über trinken. Meinetwegen machst du jetzt hier Sommer, ja, Herbst, Winter, Frühling, ne, Sommer kannst du das ganze Jahr über machen. Zu jeder Tages- und Nachtszeit, ja, auch zum Essen bestens geeignet. Da macht man nicht viel falsch und man kann es auch seinen Gästen anbieten. Absolut solides, super Bier mit einem super Geschmack. Weil es ein erstes Exportbier ist, weil es mir wirklich schmeckt, gebe ich auch durchaus eine höhere Benotung. Deswegen 5 von möglichen 5/6 Punkten ist es mir wert. Lecker, lecker, kümmere ich mich jetzt noch drum. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen und fürs Interesse und bis zum nächsten Biertest. Ciao, euer Biersüffler.